ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar ist es wieder ein Adventskalender-Auspack-Video von meinen vier Kalendern, die ich habe. Einmal von der lieben Jessie von Jessie's Craft Corner, so heißt der Kanal, und den verlinke ich euch natürlich in der Infobox. Dann einmal von der lieben Vanessa vom Kanal Vanessa Candy, verlinke ich euch auch in der Infobox. Dann hatte ich mir selber einen gekauft von Great Osmile. Den packe ich dann auch noch mit euch aus. Zumindest die 10. Heute ist der 10. Und die anderen Tage habe ich ja schon ausgepackt, aber ich zeige euch das trotzdem. Und dann den von Isana, den ich von meinem Mann bekommen habe. Und ich würde sagen, ich fange jetzt an mit der lieben Jessie im Kalender. So, oh Mann. Bin ein bisschen kurzatmig, bin krank und... Ja, die Medikamente machen mich ein bisschen bekloppt im Kopf. So, das ist die Nummer 6 von der lieben Jessie. Da hat sie so eine niedliche Verpackung hier gebastelt. Und da war drinne ein Permanentmarker in Blau. Ich habe den noch nicht ausprobiert, aber er ist blau und ja, wird dann demnächst zum Einsatz kommen. Dankeschön, meine Liebe, dafür. Ich stecke den hier gleich in meine Stiftebox, so weg ist er schon mal weggeräumt. Die Verpackung ist auch voll niedlich hier mit der Gorgeous drauf. Ganz zuckersüß. Muss mir mal angucken. Wahrscheinlich hast du schon ein Tutorial, aber ich komme irgendwie nicht dazu, Videos zu schauen. Großartig. Aber die Verpackung fand ich sehr, sehr niedlich. So, dann müssen wir mal rechnen hier. Das war die 9. Das ist die 10. Hier ist die 7. So hat sie es gemacht. Da muss man morgens dann erstmal gucken. Man hat die Glubschen noch nicht auf und muss rechnen. Und da war nochmal ein Fimo-Paketchen drin in einem richtig schönen Orange. Kommt jetzt leider nicht so rüber, aber es ist ein richtig schönes, kräftiges Orange. Dankeschön dafür. Kann ich gut gebrauchen. Ich wollte sowieso jetzt die Tage mal wieder ein bisschen Fimo rumkneten und rumexperimentieren. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht und boah, die Ergebnisse werdet ihr dann sehen. So, dann ist hier die 8, 7, 6, 7, 8, genau. Und da hat sie mir hier so einen niedlichen kleinen Filzstickerchen eingepackt als Pinguine. Was sind Pinguine? Das sind 3 Stück. Die sind total zuckersüß. Dankeschön, meine Liebe. Die werden demnächst verbastelt. Wahrscheinlich ETCs. Mal sehen. So, dann genau die 9. Die 9 ist ein Papierblöckchen. Der sieht so aus. Hier vorne seht ihr schon, was da drin ist. Das ist so ein Sommerblock sozusagen. Das hier finde ich total genial. Mit diesem Reifen und dem Entchen. Die sind dann halt mehrfach drin. Hier schwarz mit Buntpunkte. Dann hier rosa mit Blättern. Ihr seht es ja selber. Muss ja nicht viel dazu sagen. Bunte Vierecken, dann hier so eine so Strand-Meer-Szenerie. Na gut, muss ich mal gucken, wie man das einsetzen kann. Fehlen mir gerade im Moment noch die Ideen. Das hier finde ich wieder sehr cool mit den Wasserbällen. Dann das hier, das kann man auch für alles Mögliche benutzen. Dann hier rosa mit rosa Blättern. Das geht auch für alles Mögliche. Und das ist auch ein relativ stabiles Papier. Finde ich sehr, sehr gut. Hier nochmal so eine Schwimmszene. Da schwimmen die Leute im Wasser. Kriegt man Lust auf Urlaub. Dann hier sowas. Auch cool. Dann, das geht auch für alles Mögliche hier. Tags, Card Candies. ATC-Karten, alles sowas, ne? Dann hier eine Strandszene, wo die Mädels sich da auf den Handtüchern regeln. Oh, ich möchte jetzt auch in die Sonne. Es ist so kalt. Dann sowas, das ist so ein bisschen Retro, finde ich. Also für mich ist es Retro, so 18 Jahre Style. Und dann hier nochmal so Schwimmreifen in Flamingo und Einhörnern. Voll cool. Dankeschön dafür. Habe ich mich sehr gefreut drüber. So, und die 10 packen wir zusammen aus. Packen wir zusammen aus, ja. War richtig. Boah, ich sag's ja, also
Die Tabletten hauen mich weg. Aber so ist es. Oh, das ist was selbstgebasteltes. Wie cool. Und hier seht ihr das auch. Handmade von Jessie's Craft Corner. Jetzt mal gucken. Das ist ein Mini-Album. Oder? Ja, wie cool. Kriege ich das überhaupt ganz hier rauf? Ah, doch, ne? Wartet. Da kann man zum Beispiel so wie Teebeutel oder so reintun. Ja, Chaos im Hintergrund, wie immer. Hier wird ja auch schließlich gewerkelt, regelmäßig. Da darf das. Ja, das ist eine richtig coole Idee. Ich denke mal, das für Teebeutel. Oder Jessie? Sag mir mal was dazu. Ist das für Teebeutel? Finde ich jedenfalls richtig cool. Dankeschön dafür. Das ist richtig niedlich. Und mit Magnetverschluss. Und der ist versteckt. Und man sieht ihn gar nicht. Und man fühlt ihn doch ganz leicht. Kann man ihn ahnen, wo er ist. So, das war von der lieben Jessie. Die 5 Türchen. Dankeschön, meine Liebe. Ich habe mich sehr darüber gefreut. So, dann mache ich weiter mit der lieben Vanessa. Sie hat hier so eine richtig niedliche Verpackung gebastelt zum Nikolaus. Und was da drin ist, ist auch richtig mega. Ich habe mich richtig gefreut. Da ist erstmal Schoki drin und dann ein Lesezeichen. Ist das nicht schön? Mit so Klamamsel dran. Und mein Name. Das ist richtig, richtig schön. Danke dir, mein Schatz. Habe ich mich sehr, sehr, sehr drüber gefreut. Und nur mal so, alles, was du mir geschenkt hast, liegt hier irgendwo rum, hat Verwendung. Hier ist die Meerjungfrau, die ich von dir bekommen habe. Die ist an meiner Tasche mit den Papierwischern. Dann ist dieser andere kleine Anhänger hier an meiner anderen Federtasche, wo so sämtlicher Kram drin ist hier, den ich ständig zum Basteln brauche. Also so Anhänger finden immer irgendwo einen Platz bei mir. Dankeschön. Und dieses schöne Lesezeichen wird natürlich auch benutzt. Ich habe schon im Bücherregal geguckt, was ich mir so als nächstes rausnehme. Ich habe schon ein paar Bücher. Quatsch. Ich habe noch ein paar Bücher so rum, die ich noch nicht gelesen habe. Und ja, genau. Dann haben wir hier die Nummer 7. Da hat sie so auch wieder so eine ganz niedliche Verpackung. Die war zugebunden mit einer Schleife, weil der Magnet anscheinend nicht ganz so kräftig ist, um dieses zuzuhalten. Und hier ist die Schleife. Genau, die musste ich verstecken wegen meiner kleinen Katze. Und da war drinne Naschi und ein paar Breads. Sehr, sehr schön. Die kommen gleich in meine Bread-Kiste. Das Naschi bleibt hier auch gleich liegen und die Verpackung hebe ich sowieso auf. Die kann man ja immer wieder benutzen, ne? Und Adventskalender, Basteleien kommen ja jedes Jahr. Und wenn es mal schnell gehen soll, dann hat man schon mal ein paar Verpackungen. Völlig genial. Dankeschön, mein Schatz. So, das packe ich erstmal dahin. Dann haben wir hier die Nummer 8. Die war in so einem Folienpapier. Ja, keine Ahnung. Jedenfalls ist es Papier eingewickelt. Und was war da nochmal drin? Ach ja, dieser zuckersüße Stempel. Du bist doch echt verrückt. Was soll denn das? Ja, finde ich auch richtig toll mit dem Makaron und dem, ich denke mal, das soll so ein Candy, nee, wie heißt das, Cake Pop? Naja, hier so ein, nee, Cake wäre ja Käse, ne? Cheese, Cake, nee, Cake ist doch Kuchen, oh Mann. Ja, na hier so ein Kuchenlolli sein, mit Sicherheit, denke ich mal. Jo, richtig toll mit noch Streusel und dann hier, you are the sweet. Sweetest? Boah, ich und Englisch, Leute, ey. Ja, ihr kennt es ja nicht anders von mir, ne? Es tut mir leid. So, das alle. Die 8, kriege ich die ab. Muss man nachher gucken. Dann haben wir hier die 10. Man kann schon erahnen, was da drin ist. Und da freue ich mich heute Abend, dieses zu benutzen. Weil die mag ich sehr. Das weiß die Vanessa auch. Dankeschön, danke, danke, danke. Das finde ich richtig cool. Danke. Achso, die 9 habe ich euch unterschlagen. Entschuldigt. Ich glaube, da waren Perlen drin. Genau. Hier ein bunter Mix von Perlen und mit denen kann man auch schön was anfangen. Hier sind so Rosen drauf.
Habe ich auch so, glaube ich, noch nicht gesehen oder habe ich noch nicht. Man muss ja nicht alles haben, aber die sind auch so mega hier, diese Perlen. Danke, danke, danke. Muss ich nachher auch noch wegräumen, sonst fliegen die mir hier wieder durch die Gegend. So, dann hatte ich gesagt, machen wir diesen. Und zwar war hier drin in der Nummer 6. Hier kommt der Nikolaus. Da ich erstmal anfangs gedacht, okay, was soll ich jetzt damit am Nikolaustag? Aber wie gesagt, sie bringt ja immer Videos dazu als Beispiel. Und ja, wenn man dann eine Idee hat, dann weiß man auch, wie man es verwenden kann. Hier hat der Schneemann wieder, also die Tüten sind ja auch, also grundtechnisch sind die alle gleich, nur immer etwas anders dekoriert. Und hier hat der Schneemann halt ein Geschenk in der Hand. Jo. Das. Dann die 7. Da ist ein Schneeflöckchen mit drauf. Ist hier so ein, ja, so eine Art Tannenbaum kann man damit machen. Hier ist der Stamm, Sternchen und so Kügelchen. Da muss man bloß ein bisschen aufpassen, dass die einen nicht verloren gehen, weil die sind wirklich sehr, sehr klein. Wenn man sich diesen kleinen Stern hier anguckt oder diese kleinen Weihnachtskugeln. Wow. Und da steht drauf Duft, Glitzer, Glöckchen, Lebkuchen, Kerzenschein, Baumschmuck, Geschenkpapier und was? Weihnachtslieder. Jo. Da hat sie auch ein Beispiel für gezeigt, sonst hätte ich auch nicht gewusst, was ich damit anfangen soll. Aber ja, das ist auch cool. Und so einiges werde ich wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ich es in der Adventszeit schaffe, aber ich speichere mir die Videos dazu ab, die Beispielvideos, und dann kann man das ja auch nächstes Jahr noch machen, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat. Und hier war ich ja schockverliebt in den kleinen Hund oder Hasen oder was auch immer das sein sollte. Von deinem Wichtel, pst, oder pst, einfach nur. Und dann könnte man von deinem Wichtel stempeln. Also, jo. Den finde ich jedenfalls richtig, richtig süß. Da habe ich mich auch gefreut drüber. So, dann die Nummer 9. Der war auch cool oder ist cool. Hier einmal Zaubertrank oder einmal Liebestrank. Und dann hat man hier so 3 Gefäße. Passt super für Halloween, passt aber auch gut. Sie hat es zum Beispiel als Beispiel mit dem Wichtel zusammen gemacht, hier als Weintake sozusagen oder wie man das auch immer nennt, was man so über den Flaschenhals machen kann. Ja, fand ich auch gut, die Idee. Und hat mich auch hier drüber, da habe ich gleich so, also ich habe erstmal gleich an Halloween gedacht. Ja, ja. So, und dann, achso, hier hat der Weihnachtsmann eine, Weihnachtsmann, der Schneemann eine Mütze auf und hier hat der eine Kerze im Arm. Jo, also richtig niedlich haben sie das gemacht. So, und jetzt machen wir den hier gemeinsam auf. Tüten sollen nicht kaputt gehen, die will ich nochmal benutzen. Die sind so schön. Ah, hat geklappt, ja. Und da ist drinne, oh, lass uns feiern. Du hast Geburtstag, lass uns feiern. Das ist natürlich auch cool, den kann man immer gebrauchen. Ja. So, das ist schön so für Karten. Genau. So. Mal gucken, wann sie ihr Video heute rausbringt. Dann hat man ja nochmal gleich nochmal eine Inspiration mehr. So, dann zu Isana. Das war am Nikolaustag drinne. Ja, gut. Weiß ich nicht, ob man das braucht oder nicht. Das ist hier so ein Schlüsselanhänger, so ein Kleeblatt mit Wendepailletten. Wahrscheinlich darf sich darüber irgendjemand anderes freuen, denn ja, Schlüsselanhänger habe ich eigentlich genug und das ist jetzt nicht unbedingt meine Farbe. Wäre es grün als Kleeblatt, könnte ich mir das noch überlegen, aber so ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Dann war an Tag, also das war 6, an Tag 7 hier so ein, wie heißen die, Ampulle drinne mit Anti-Falten, ja, nee, ist klar. Brauche ich noch nicht, habe ich noch nicht. Aber egal, wird benutzt, ne? Dann war, ich glaube, das war die 7, dann müsste das hier in der 8 gewesen sein und das war gestern drinne. Also eine Softcreme und ein Shampoo. Das ist gut für Reisen, wenn es dann mal wieder möglich ist. Und solange wie man es nicht aufmacht, ist es ja auch haltbar.
Und dann haben wir hier noch eine Ampulle heute drin gehabt, am Tag 10, und zwar ein Hydro-Booster. Ja. Wird mal ausprobiert. Vielleicht gefällt es mir. Also Ampullen hatte ich ja noch nicht. Na, das will gar nicht nach unten. Also. Ja. Und das war es auch schon wieder mit meinem Adventskalender-Auspack-Video. Oder Zeigevideo, wie auch immer man es nennen möchte. Und ich wünsche euch weiterhin eine wunderschöne Adventszeit. Am Sonntag einen schönen dritten Advent. Bleibt alle gesund. Und ja, bis dahin. Tschüss.